vor langer Zeit lag am Sterben. Ich dachte, mein Leben beendet zu sein. Mein Körper befand sich ohne meine Seele. War alles Wunsch. Aber Gott sei Dank, dass mein Gott, mein Geist, würde ich mal nicht sagen. Ich habe auch, habe den Satz wieder zu kämpfen. Nur noch mit Leiden vom tiefen Schmerzen zu kämpfen. Vom alles Wurst noch ignoriert zu werden. Nicht darum, nur noch unglückliche Menschen, mich darum zu sehen. Viel zu viel verletzte, arme, erwachsene Kinder. Hör auf zu schreien, kann euch nicht erzählen. Kann das nicht mehr gehen. Die alle nur rennen, ohne ein Ziel, ohne eine Hoffnung. Wo rennt ihr alle her? In welche Richtung? Von wem? Kann das nicht mehr sehen. Bete an Gott und schreie verzweifelt an das große Universum. Und Gott sei Dank, mein Schreien wurde erhört. Und plötzlich passiert ein Wunder. Ein Geist begegnet meine Seele, berührt mein Herz. Und eine innere Stimme beginnt mir zu flüstern. Soll doch leben, wieder lebendig zu werden. Nur wie? Wie verrückt? Ich sei doch tot. Wie sollte das geschehen? Ich will nicht mehr in meinen alten Körper zurück. Ich will auch nicht mehr mein Altersleben zurück. Und doch, meine innere Stimme sagt ja. Ich will leben, ich will kämpfen für ein weiteres neues Leben. Ja, ich will wieder lachen, tanzen und singen. Mit oder ohne Stimme. Ich will trommeln, um wieder lebendig zu sein. Mich in alle Dimensionen der erweiternden Bewusstsein, mich frei zu bewegen. Ich will nur noch leben. Ja, leben. Nur wie? Ich muss mir wieder eine Mutter suchen. Eine neue Mutter. Mit mir bereit zu sein, die Schwangerschaft zu ertragen. Mit so ein anstrengendes Baby, was nicht jede Mutter kann. Da passiert das nächste Wunder. Von Ferne erfange ich eine Mutter, eine schwangere Frau. Sie wartet auf ein Baby, nur was soll ich tun? Die schwangere Frau fasziniert mich so sehr. Sie ist so klug, sie besitzt so viel Kraft, so viel Wissen. Sie ist intelligent, sie ist alles, was ich brauche. Ich will sie doch nicht zwingen, ohne ihr Wissen in sich zu schleichen, sie zu belasten, in sich das zweite Baby zu tragen. Liebe Gott, sag mir, was soll ich tun? Ich sitze doch schon in ihr Mutterleib, auch ohne dass sie weiß. Liebe Gott, habe ich gesündigt? Du hast doch deine Erbe in meine Seele eingepflanzt. Ich will sie nicht zwingen, ohne ihr Wissen mit mir schwanger zu sein. Ich will sie nicht belasten, in sich zwei Babys zu tragen. Liebe Gott, sag mir, was soll ich tun? Ich bin schon bei ihr gelandet, in ihr wahres Traum. Ich sitze doch in ihr Mutterleib seit lange, ohne dass sie weiß. Lieber Tom, lieber Gott, ich habe gesündigt. Ich habe die Kraft. Bitte löse mich von meinem Traum, Wirklichkeit zu werden. Wir sollen diese Erde retten. In meine eigene Seele. Ich will die Freiheit wiederfinden. Du hast meiner Seele ein Gipfel. Du hast mich gereinigt. Vom so viel Lach, vom so viel Rat. Bald sind meine Schmerzen verschwindet und bald fühle ich mich frei. Ich danke dir, ich danke euch, dass es gibt.
froh muss Kanal Telemedial aufhören. Ne? Ich wollte dich ein bisschen aufmuntern. Ja, danke. Deine Seele zu berühren. Ja, ich konnte den Text nicht ganz folgen. Ich habe es nicht richtig schön gehört von der Qualität hier. Ich hoffe, dass es im Fernsehen nicht so geraschelt hat, nur bei mir im Ohr. Mhm. Aber ich habe es mitgefühlt, also schon die meisten Worte gehört. Ich werde versuchen, das nochmal aufzuschreiben und ich werde das dir zuschicken. Ja. Weißt du, wir haben noch gesprochen, die Renate aus Nürnberg. Mhm. Also ich habe dir gesagt, seit die Sendung an See, ich habe wieder angefangen schreiben. Gut, ein bisschen grammatikal und so, ich habe noch meine Fehler. Mhm. Aber die deutsche Sprache habe ich mir selber beigebracht. Du bist die Rumänin, ne? Und ja. Bist du die Rumänin? Ja. Du bist die Rumänin, die eine große Liebe in Amerika hat, ne? Nein. Nee? Nicht? Nein, das ist die Nicole. Die hat auch richtig, aber du hast doch so eine große Liebe gehabt, wo du... Nein, ich habe nichts von meiner Liebe erzählt. Ich habe schon, aber ich habe nichts von meiner Vergangenheit erzählt. Ja. Dann war das noch eine Rumänin, die so eine große Liebe hatte. Ja. Ja. Gut, jeder hat mal. Ja, guten Abend, liebe telemedialen Freunde, liebe Heimlichgucker, wie geht's euch? Heute ist Mittwoch im 134. Telemedialtag in der 19. Woche im 5. Monat. Ja, geht's neu? Weiter. Mittwochs haben wir angefangen. Das heißt, Mittwoch ist nach Telemedialzeit der erste Tag. Und dienstags ist für mich Sonntag. Deswegen war ich gestern nicht hier und ich habe gestern mal Sonntag gemacht. Ich hoffe, dass euch die Zusammenschnitte der Mediengestalter gefallen haben. Sie haben das ganz eigenständig und selbstständig rausgewählt alles und es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht, mal anders das Fernsehen zu gestalten, wie jeden Abend immer nur die Kameras zu halten. Und es ist schön, wenn die Mitarbeiter auch mal Abwechslung haben. Ich bin heute wieder da und ich würde heute gern mit euch über das Thema Zwänge sprechen. Zwänge, one too many. Also hat jemand Zwänge in sich, es geht ihm nicht gut, kann er sein Thema schildern und ich werde dann gern mit ihm drüber reden in der telemedialen Lebensschule und werde schauen, dass ich ihm mit meinen Lebenserfahrungen aus seinen Zwängen befreie. Ich habe sehr viel dafür getan. Ich traue mich, Sachen von Millionen zu machen, die sich sie oder du nicht mal alleine im Wohnzimmer trauen. Und eben
das tue ich, damit Sie alle, damit ihr alle aus euren Zwängen herauskommt. Und das Auflösen der Zwängen sind auch so etwas Ähnliches wie das Auflösen der Blockaden. Und das kriegt man natürlich nur übers emotionale Berühren hin und nicht übers Verstehen und Denken, sondern übers Erfahren und Erleben. Deswegen ist es auch so, wenn ich eine Sache tue, so wie ich es tue, ich habe halt das Talent, dass wenn ich eine Sache mache, es ungefähr mindestens 7 Sichtweisen gibt von 7 unterschiedlichen Personen. Das zeigt mir, dass es mit mir nichts zu tun hat. Dazu mache ich jetzt ein Beispiel über eine Schlange. Nach diesem Beispiel und können wir dann Anrufe entgegennehmen. Ja. Kriegen wir noch Gäste? Hast du noch Überraschungsgäste, Heinze? Ich habe mich ein bisschen verspätet. In der Rockfabrik gegenüber haben wir 3 große Heavy-Metal-Bands. Und da musste ich hin, die sind aus Skandinavien angereist. Und dort ist die Bude richtig voll, ein paar hundert Leute. Und ja, sozusagen auf der anderen Seite der Satellitenschüssel ist die Rockfabrik. Und da ist jeden Freitag Heavy Metal. Und ich muss feststellen, die pilgern richtig. Das ist eine Jugend, die hat zwar eine andere Form von Spirit, aber hey, die waren alle in Schwarz. Und ich bin da gerade durch die Halle gelaufen, ganz in Weiß. Aber niemand hat mich angepöbelt. Sie waren freundlich, wollten Autogramme von mir. Und komischerweise, ich wusste gar nicht, dass ich dort so viele Fans habe. In der Heavy-Metal-Szene. Liegt wahrscheinlich am Heinze, der macht gutes Image für mich dort. Ne? Ja, stellt euch vor, hier in der Mitte ist eine Schlange. Fahrt mal mit einer Kamera so ein bisschen näher her, dass er auf den Tisch von oben ein bisschen mit der Draufsicht draufkommt. Und dieses Beispiel, warum es so viele Meinungen über mich gibt, liegt daran, ich polarisiere nicht. Ich polarisiere nicht. Nur wenn 2 sich über mich streiten, könnte man meinen, ich polarisiere. Aber in Wirklichkeit polarisiere ich nicht, sondern ich bin zentriert und ich spiegle. Deswegen gibt es mehr wie 2 Meinungen über dasselbe, was ich tue. Und heute mache ich mal das, was die Versteher so lieben. Heute berühre ich euch mal nicht emotional, sondern heute erkläre ich wirklich mal. Heute mache ich mal was fürs Verständnis. Ich tue es fürs Verständnis, weil die Idee von euch allen nicht, oder von, sagen wir mal, von 90% wird die telemediale Idee noch falsch verstanden, noch fehlinterpretiert. Und heute möchte ich, dass es, heute versuche ich es, ja, heute gebe ich mein Bestes, dass die Missverständnisse gelöst werden. Auch einer in der Rockfabrik drüben von den Heavy-Metal-Leuten hat mir gleich den Stinkefinger gezeigt und hat mich du Abzocker genannt. Aber als ich mit ihm konstruktiv drüber reden wollte, hat er mir den Rücken hingedreht und dann kam schon der Nächste und wollte ein Autogramm. Ja, ich habe mich weichklopfen lassen, ich gebe eigentlich keine Autogramme, denn ich bin kein Star, ich mache einfach mein Zeug und ich will auch nicht in diese Eitelkeit von Star-Allüren kommen. Ich habe festgestellt, dass ich auch von dem telemedialen Aufsichtsbehördle immer ein bisschen spaßig
auf die Schippe genommen wurde. Es war witzig, es war kreativ und liebevoll gemeint, aber diese reine, naive Unschuld, wenn ich vertrauensvoll ein E-Mail vorlese, dass dann dieses Vertrauen dann so sanft gedreht wird, das sollte man nicht machen. Das ist so was Ähnliches wie, ja, wie eine Entweihungsversuch von der Unschuld. Und es geht dann schon in einen ganz kritischen Bereich. Und deswegen ist auch dort das Verständnis, wir haben noch ein paar Missverständnisse. Also es geht nicht darum, ob ich live da bin oder nicht. Ich bin natürlich gern live, mir macht diese Arbeit sehr viel Spaß. Ich liebe die Arbeit total, mit den Menschen hier so zu arbeiten. Aber mir geht es nicht darum, dass ihr meine Performance bewundert oder so, oder dass ihr meine Performance ausschlachtet. Das ist eine nette Nebenerscheinung. Das ist so, ja, das Lockmittel, das ihr seht. Wenn ihr die Idee versteht, könnt ihr irgendwann später innerlich auch so frei und so vielfältig werden wie ich. Dieses Potenzial ruht auch in jedem von euch im deutschsprachigen Europa, denn die deutschsprachigen Menschen in Europa oder überhaupt das Europa mit seiner vielschichtigen Kultur ist die Kreativschmiede der Welt. Es gibt nirgends wie so viel Kreativität wie aus Europa. Da kriegt der Ami so eine lange Neidnase und der Chinese auch, der kopiert's. Der Ami, wisst ihr ja, wie es der macht. Ja. Und meine Interesse ist es, dem deutschsprachigen Volk die Augen zu öffnen, dass ihr alle wieder in eure Kraft kommt, so wie ich, der seit 5 Jahren gegen alle, die man sich vorstellen kann, alle, wirklich. Aber mit meiner Art bin ich heute immer noch da und ich möchte, dass eben das Deutschland in Liebe aufsteht und nicht in Gewalt. Und ich habe die Marktlücke erkannt, dass es die Ängste und die Zwänge sind, die die Menschen in Deutschland fertig machen. Und ich bin da vorausgegangen in den letzten 5 Jahren, habe mich von diesen Zwängen befreit. Und von dieser Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, die möchte ich mit euch teilen und euch bereichern. Ja, deswegen vielen Dank. Heute hatte ich Besuch von einer Internet-Community. Also ich war nicht da und man hat mir etwas abgegeben. Und es kommt vom telemedialen Aufsichtsbehörde. Und jetzt schaue ich da mal rein. Eine schöne Karte. Du bist nicht allein, denn Glücksengelchen ist immer dabei. Bin ich jetzt erschrocken? Jetzt habt ihr mich überrascht. Jetzt habe ich das mal zurückgekriegt. Da war ich jetzt überhaupt nicht drauf gefasst, dass das Ding da Musik macht. Mit herzlichen Grüßen, das Aufsichtsbehördle. Vielen Dank. Ja, ich weiß, ich würde mir auch wieder viel mehr Menschen am Tisch wünschen. Und wir brauchen Menschen mit Mut, die telemediale Idee verstanden haben und meine Telemedialsprache zum Beispiel in Hochdeutsch oder in Bayerisch oder in Schwäbisch oder in Österreichisch oder Schweizerisch übersetzen oder in die Gossensprache oder in die Businesssprache oder in sonstige Sprachen, damit sie von jedem richtig verstanden wird.
So, schau mir in die Augen, Kleiner. Ja? Ist das für die Johanna oder soll ich das tragen? Dieses T-Shirt. Vielen Dank. Sogar ein Blauauge. Wetten, jetzt kommt das SMS vom Telemedialaufsichtsbehörde von irgendjemand. Ist ja wie Weihnachten. Aber ihr kriegt es gleich. Ich nutze die Zeit noch jetzt genau. Das ist genau gut. Ja, Alex, vielen Dank. Ja, wundervoll, fantastisch. Ja, den kannst du auch noch, ich mach, wir können ja da noch vielleicht so, na, ist fantastisch besser. Ich habe erst gedacht, vielleicht so ein Dreitagesbad, aber lass ihn glatt, das sieht der Jugendliche aus. Vielen Dank, Alexander Marquardt, für diesen wunderschönen Schein. Und wir lassen jetzt mal gucken, brauchen wir eine Druckerei, dass wir mal 10 Milliarden drucken können. Ne? Ja, ey, das ist ja reichlich, was ich hier dann bekommen habe. Ein Handbuch. Wie konnte ich diese Scheißerfindung bloß zulassen, ja? War es. Also köstlich. Da wollen wir viel Spaß damit haben in den nächsten Sendungen. Denn, sag mal, ich habe doch gar nicht Geburtstag. Ein Babyspucktuch. Also manchmal ist Lebe wirklich zum Kotzen. Ne? Zwei Babyspucktücher für mein inneres Kind. Sag mal. Ich habe den Hund nicht gekriegt. Vor 3 Tagen habe ich gedacht, wenn ich schon keine Freunde habe, hole ich mir einen Hund. Und ich habe zu lange überlegt, jetzt hätte ich beinahe einen Königspudel mitgebracht. 1, 2, 3. Jetzt hätte ich beinahe einen Königspudel mitgebracht und ja, ein Telefon, musikalisch, Musik lernen, spielen. Ja, habe ich auch noch nötig. Ja, ich bin wirklich auf den Hund gekommen. Was ist das bestimmt für ein Hund, ne? Lufterfrischer, T-Shirt fürs Auto. Ah, neuer Tag, neues Glück, neuer Tag, neues Glück. Die Floskelbox ist angekommen, fantastisch. Zum Schluss brauchen wir einen Doseöffner. Und die neue Telemedialzeit, Holzpuzzle. Ha? Habt ihr nicht gelernt, dass man bei den Geschenken den Preis wegmacht? Sendezeit. Okay. Das muss aber unter uns bleiben, ne? Ihr wollt den Hasch bloß noch mal hören, oder? Bestimmt deswegen. Vielleicht später. Ich rasiere mich nicht. Warum rasiert? Seid ihr in den Laden gegangen, wo alles 5 Euro kostet oder so? Geistige und psychische Heinz Rudolf Lückert. Geist und Psyche. Der Mensch, das konfliktträchtige Wesen. Ja, hau ruck. Geist und Psyche. Roland Wiegand. Der Mitmensch als Ärgernis. Hurra. Wer ist jetzt das Ärgernis? Ihr oder ich? Vielen Dank. Immer noch nicht fertig. Endlich. Endlich. Juhu. Auch gut, aber ich glaube, Streichhölzer sind heiliger. Mit dir kann man echt viel Spaß haben. Okay. So, vielen Dank, liebes telemediale Aufsichtsbehörde. Ich möchte euch aber trotzdem um ein Verständnis bitten.
Auf mich braucht ihr nicht aufpassen. Auf mich passt schon fast jede Community auf, die man sich vorstellen kann. Deswegen mit dem Titel Telemediales Aufsichtsbehördle ist es, jetzt spreche ich gerade zu denen, zeigt doch die Sache nachher, kommt zu mir. Mit den, ihr habt noch immer. Sag mir mal, wo ich rausgeflogen bin jetzt. Ich habe einen Faden verloren. Liebes Telemediales Aufsichtsbehörde. Ja, ja genau. Und als telemediales Aufsicht, so wie die Behörde den Staat vor mir schützt, so muss das telemediale Aufsichtsbehördle die telemediale Idee vor der Idioten schützen. Und das könnte er, indem er nicht auf mich glotzt und mich analysiert, in dem Sinn, sondern es klappt für euch alle besser, wenn ihr euch in den Mittelpunkt hier setzt und euch in meine Lage versetzt und aus diesem Blickwinkel die Situation betrachtet. Dann kommt ihr in eine neue Erkenntnis. Aber in diesem Blickwinkel sich reinzusetzen, das ist nicht einfach. Und dass euch das gelingt, mache ich euch jetzt etwas, ein Beispiel. An diesem Beispiel, werdet ihr vielleicht erkennen, oder mir gelingt es, euch die Augen zu öffnen. So, jetzt kommen wir mit der Kamera von oben, einer, richtig hoch und ran, dass man das ganze Zeug hier, was ich da aufstelle, von oben sieht. Fahr bis an die Tischkante ran, dass du das von oben kriegst, dass ich das hier so zeigen kann. Geht's so? Ja, fantastisch. Zeig mal, wie du das hast. So. Jawohl, fantastisch. Ne? So. Den darf man nicht mehr verwenden hier. So, 1, 2, 3. So, wir haben hier 3 unterschiedliche Sachen. Ne? Einmal die Deutschmarkt-Rückseite alt, Deutschmarkt-Rückseite neu, Deutschmarkt-Vorderseite. Stellt euch einfach mal vor, das hier ist ein Wissenschaftler. Das hier ist eine Hausfrau. Und das hier ist ein Schlangenbeschwörer. Und dieses Mikrofon ist die Schlange. Obwohl es eigentlich wie ein Phallus aussieht. Ne? Aber und die Schlange eigentlich doch eher was Weibliches hat, obwohl es eigentlich ein ganz langer Phallus ist. Ne? Aber bei der Schlange ist ja, wenn sie die Zunge ausstreckt und die Zunge ausrollt und wir Männer sollen draufstehen, dann wird es kritisch, ne? Wenn sie dann den Mund auf hat und sie zieht so langsam die Zunge rein. Ihr wisst, dann wird es gefährlich. Ja, aber nun haben wir dort die Schlange. Ich begrüße auch jetzt die, ist schon 22? Norman? Ja, was ist dein Job? Ist schon 22 Uhr? Hallo? Ja, habt ihr mich da erinnert oder bin ich da jetzt von alleine? Oder bin ich zu früh oder zu spät? Hallo? Ja, danke, dass ihr mich nicht erinnert habt. Ja, durfte ich wieder meine Intuition beweisen. Also, hallo, liebe telemedialen Freunde in Wien im Kabelnetz. Für euch zählt sich die Tage rückwärts. Deswegen, ich mache gleich ein Beispiel, aber kurz ein paar Worte. Telemediales Aufsichtsbehörde hat mir heute viele Geschenke geschickt. Ich hatte gestern Sonntag, dienstags ist sonntags, und in der Telemedialzeit. Und liebe telemedialen Freunde, ihr könnt euch jeden Abend jetzt in der Villa in Wien treffen und könnt dort euch verabreden und könnt dann
ab dem, wenn er es nicht mehr, wenn er es nicht schafft, das Kabelnetz zu halten in Wien, wenn er diese Reichweite verliert. Es liegt an euch, ihr müsst es wollen, ihr seid die Kunden vom Kabelnetzbetreiber, nicht ich. Und ich bin der Kunde beim Kabelnetzbetreiber, weil ich zahle nochmal dafür, dass ich da überhaupt drin sein darf. Und für euch, und jetzt bin ich in Vorleistung gegangen, und denen geht es nicht ums Geld, sondern ums Prinzip. Und da müsst ihr in Wien selber dafür sorgen, dass euch Kanal Telemedial in Wien erhalten bleibt. Solltet ihr es nicht schaffen, könnt ihr die Gastronomie in Wien ankurbeln, und ich werde dann die Lokale nennen hier, wo man dann in Zukunft Kanal Telemedial in Lokalen gucken kann, und dann könnt ihr dort auch Digital Astra schon früher gucken. Vielleicht fange ich dann sogar auch ein bisschen früher an oder so bis 12, und dann könnt ihr danach noch zusammensitzen und reden, und so entsteht dann auch gleich ein bisschen soziale Zusammenkunft von spirituellen Menschen, die sonst eigentlich wie Einsiedler leben. Also verabredet euch dort in der Villa, dort könnt ihr euch treffen, und die Lilly wird mich dann auf dem Laufenden halten. Ja, nachher soll er nochmal anrufen. Ich mache jetzt erst dieses Beispiel. So, es geht gerade, heute haben wir das Thema Zwänge, und Zwänge haben den Ursprung von Angst oder von Projektionen. Die Projektionen geben uns die Zwänge, und es ist halt so, nochmal eine Zuschauergruppe dazugekommen, das Öffnen der Augen, das Lösen von Missverständnissen, um die geht es heute in der telemedialen Lebensschule, und die ersten Fragen zum Thema Zwänge können dann an mich gestellt werden. Ich habe mich von vielen Zwängen befreit, und diese Lebenserfahrung teile ich mit euch, und dafür braucht man ein neues Verständnis. So, jetzt, bevor ich eigentlich anfange, würde ich doch noch mal kurz zum Impulsausgleich kommen, damit ich sehe, wie viele wertschätzende Zuschauer ich heute habe. Bitte sind Sie so frei und erlauben Sie sich, das auszugleichen, was Sie konsumieren. Wenn Sie meine Qualität schon kennen, können Sie jetzt den Mut haben und schon die Impulsausgleiche leisten. Die anderen, die sagen, ich warte erst mal ab, bis er fertig ist. Ihr könnt noch abwarten. Wir machen danach dann noch einmal den Impulsausgleich. So. So, und schauen wir mal, wie schnell die Reaktionszeiten sind. Ich möchte jetzt anfangen. 2 Minuten, macht eine Uhr von 2 Minuten rein. Und ich baue gerade ein Beispiel auf, in dem ich erkläre, wie es mit den Zwängen und mit den Projektionen aussieht. In der Mitte habe ich das Mikrofon aufgestellt, und außenrum habe ich symbolisch 3 Gegenstände aufgestellt, 3 Scheine. Ja, macht die Seite wieder raus, die Maske, dass wir mehr auf dem Tisch sehen. Und diese 3 Gegenstände verkörpern jeder unterschiedlich eine andere Persönlichkeit. 1 Schein steht, das Wort Schein ist hier übrigens genau passend, für eine Hausfrau. Ein Schein steht für einen Wissenschaftler, und Einstein steht für einen Schlangenbeschwörer. Dieses Mikrofon soll eine Schlange symbolisieren. So, Wolfgang, was macht der Schlangenbeschwörer mit einer Schlange? Hm? Ja, was, er, er, er,
Er beschwört sie. Das bedeutet, er spielt mit ihr, er nimmt die Flöte und bei ihm geht der Spieltrieb auf, weil er es wahrscheinlich von seinem Papa oder seinem Opa gelernt hat. Was macht die Hausfrau mit der Schlange? In der Regel? Ruft die Feuerwehr. Ja, oder sie schreit und rennt weg. Oder so. Grundinteresse, Angst. Ja, bei der Hausfrau, so wie sie es von der Mutter gelernt hat, Grundinteresse, Angst. Beim Schlangenbeschwörer Grundinteresse, Spieltrieb. Beim Wissenschaftler Interesse an der Wissenschaft, wissenschaftlich neutral. Der spielt nicht, der hat auch keine Angst, sondern der studiert die Studie. Grundinteresse, Studie. Ja? Versetzt euch mal in die Lage von der Schlange, wenn die alle reagieren. Einmal sagt sie, okay, was will der von mir, warum will die spielen? Der andere schreit und rennt weg und der andere studiert. Versetzt euch in die Lage von der Schlange. Die Schlange sagt, hat doch mit mir nichts zu tun. Ich bin doch einfach nur Schlange. Okay? Verstanden? Wolfgang, du bist der Langsamste. Hast du es verstanden? Der Heinze ist noch langsamer. Heinze, hast du es verstanden? Okay, also wenn es meine zwei Kameraleute... Na, der Heinze absolut Heavy Metal versteht, kann ich davon ausgehen, wenn es meine zwei Kameraleute verstanden haben, dass es jetzt auch alle verstanden haben.